Lassen wir die erstmal da rumstehen. You got it. Und Lyra-Fallen entschärfen. Plus 1 List bei Beric. Come at me, grave meat. So, müsste ich eigentlich relativ schnell tot kriegen. Jo. Oh, was ist das? Lederrüstung als Plünderer. Schick. Die Ausrüstung der Geschmähten und der ungebrochenen Soldaten wurde von diesen schroffen Felsen eingeschlossen. Kyros Edikt zerstörte Freund und Feind gleichermaßen. Gut, dann gucke ich mir jetzt erst einmal, bevor ich da im Westen weitergehe, dieses Lager hier an. Greift ihr uns nicht an? Halt! Die Soldaten, alle vor Hunger gezeichnet, drängen sich zusammen, um die Waffen zu ziehen. Sie stehen habt acht, als der augenscheinliche Anführer vortritt und ihr spricht. Ich kenne dich nicht. Stehst du auf Seiten der Ungebrochenen? Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich bin gekommen, um die ausgedörrte Erde zu bewässern. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nur euer Zeug haben und euch in Ruhe lassen. Das dürfte ja nicht so schwierig sein. Hoffe ich mal. I got it. Oh, was ist das denn? Dieser Nadelspitze Dolch. Ah, ein Dolch. Monoschaden pro 1% weniger Gesundheit. Das ist ja böse. Ja gut, ihr könnt mal hier oben bleiben. Und eh verhungern. Ich glaube, irgendwann ergebt ihr euch dann vielleicht auch mal. So, der einzige Weg durch ist der hier. Dann gehe ich auch mal vorsichtig hier durch. I'd say that's worth a second glance. So, List für Hörer. Falle ist entschärft. Sorry, can't. Das hier sieht wieder wie irgendein. Nee, das ist nur. Aber hier ist ein Weg mit einer Brücke. Oh. Ich könnte Elia von hinten flankieren, aber erstmal will ich hier unten mich fertig umschauen. Yep. Bronzener Wappengenosse und eine Himmelsklinge. Okay.
alle mal aus der Deckung holen. Und dann los auf die nächste Dinge. Oder auch nicht, weil das mit dem Verstecken mal wieder nicht richtig geklappt hat. So. Schwäch den mal ein bisschen und du versuch ihn mal zu nehmen. Das hat sogar geklappt. Oder auch nicht. Anthropie beherrschen. Okay. Hey, nobody saw that, right? Damn thing couldn't pierce cloth. Okay. Der stirbt hoffentlich bald. Damn thing couldn't pierce cloth. So, wir haben aufgeräumt. Beric. That wasn't so hard. Geschmähten Eisenspeer. Oh. Oh, das ist ein Speer, der ist nur Nahkampf. Also, Beric. Leichte Lederhandschuhe. Und der Rest ist anderes Zeug. Das hier müsste das Banner sein. Eine zerlumpte Flagge des unbeugsamen Landes wie sanft im Wind. Sie markiert die Stelle, an der ihr einziger Besitzer durch das Edikt der Stürme starb. Wow, unaufhaltsame Kraft. Jo. Gut. Beric. Ruhm macht mehr Schaden. Mhm. Und das Ding hat höhere Rüstungsdurchdringung, macht aber auch weniger Schaden, weil Erholung. Basis 12, 14 bis 18. Ja gut, die Erholung ist halt das Problem. Hätte aber Genauigkeit und das hat sogar eine bessere Erholung. Mehr Genauigkeit wäre aber auch nicht schlecht. Und er würde mal wieder ein Schwert tragen. So, Lyra. Kriegt man bessere Handschuhe. Und ich glaube, ich habe hier noch was anderes. Handschuhe der Ungebrochenen. Handschuhe. Lederhelm, einen besseren. Mhm. Und ansonsten eigentlich nichts, oder? Stichrüstung und Feuerrüstung, aber dafür ziemlich bessere Werte eigentlich. So. Das ist gleich auf bei ihr.
Hätten wir irgendwo noch eine leichte Rüstung, Brustrüstung, die sie tragen könnte? Nee, scheint alles schwer zu sein. Händlerhut ist aus Stoff. Und Barracks Zeug können wir eh nicht abnehmen. Ja. Gut. Das heißt, es geht jetzt auf die Brücke hierzu. Und dort müssen wir dann unsere nette Freundin stellen. Giacomus hat nämlich hier die Sache ein bisschen abgeriegelt. Das heißt, wir gehen wie immer vor. Waffen. I will aid you. On it. Und dann los. Der Hauptmann ruft ihrem verbleibenden Truppen zu, wir können diese Eisengepanzerten besiegen. Wenn sie so dumm und ahnungslos sind wie Archont, werden sie umfallen wie zersplitterte Masten. Als Elia dich erblickt, ruft sie ihren Truppen zu, Verstärkung naht. Schön, hier zu sehen, Schicksalsbilder. Zeit, die Rossschluchten von dem Markt der Ungeborenen zu befreien. Sie werden diese Schluchten nicht lebendig verlassen. Meine Männer sind bereit zu sterben und werden möglichst viele von euch in den Tod reißen. Ihre Lippen pressen sich zu einem entschlossenen Lächeln zusammen. Ich habe einen Speer für dein rechtes Auge, der für dein rechtes Auge bestimmt ist, wenn du bereit bist, in das Nichts überzugehen. Zu Giacomus, Graven Ash beschützt, töten wir sie und erobern die Region für den Archonten. Für den Archonten. Barrix annotiert und macht sie zum Kampf bereit. Ja, wir werden Ash und seiner Familie mit unserer Eroberung in seinem Namen Ehre machen. Bereite dich vor, das Nichts zu sehen, Missgeburt. Jämmerliche Fanatiker, der Archont schädigt sich ebenso wenig um euer Leben wie ich. Also sterbt durch meine Hand und erspart euch die Enttäuschung. Also so wie ich Ash jetzt bis jetzt kennengelernt habe, muss ich hier leider widersprechen. Send me your champion! Gut. Himmelsklinge, Borstner Wappe. Elia kommt mir fast vor wie eine resolute Klinge, was nicht so gut ist. Du das da. Du das da. So. This weapon is like nipples on nipples. Hast du das jetzt benutzt? Nein, noch nicht. Jetzt hat er es benutzt. Du heilst sie, du heilst ihn. Du versuchst sie mal zu begraben. Du ziehst sie wieder auf dich. Oh. Na, warum kommt die resolute Klinge jetzt zu mir? Nee. Ich glaube, ich muss da mit mehr Ultimas arbeiten. Das Problem ist nur, ich muss jetzt gleich wieder einen Cut machen. Also speichere ich einfach jetzt mal und dann machen wir den Kampf gleich am Anfang von der nächsten Aufnahmesession und bringen ihn hoffentlich hinter uns. So, okay, Spiel speichern. Speichern. Ups. Das wollte ich nicht. LP013 speichern. So. Und damit mache ich jetzt einen Cut.
Also, bis zum nächsten Mal.